Meine lieben Wildlife-Park-Freunde, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen hier, ne, die Weltraummission, die letzte Kampagne. Ich bin ehrlich, das ist, ich weiß nicht genau, das ist, das Tragische ist das hier, ne, seht man, wir haben 7500 Pfeifen. Und wer das Wildlife-Park-Let's Play länger verfolgt, der weiß, das ist so gut wie gar nichts. Insofern müssen wir uns natürlich jetzt hier genau überlegen, was wir da so machen. Ich will mal ganz kurz hier reinschauen. Okay, das war ein Deko. Gut, die werden natürlich auch wieder schreien. Wir werden als erstes mal... Was kostet der Getränkeautomat? Weil den müssen wir auf jeden Fall... wir müssen jetzt hier erstmal dezent anfangen, weil wir sind ein Ein-Sterne-Dingsterbumster. Da können wir nicht viel machen. Wir werden jetzt hier mal das Ding hinstellen. Und zu Beginn werden wir auch ein Klöchen hier hinstellen. Ne? So, der Getränkeautomat hat einen Huni gekostet. Ups, Moment, so... Dann können sie erst saufen und dann wieder alles weglassen, dann rauslassen, ne? So, was natürlich auch noch unabdingbar ist, ist natürlich hier ein entsprechender Mülleimer, denn das müssen wir auf jeden Fall bringen. So, ihr seht, ich bin noch ein paar... Jetzt bin ich im Pausenmenü, oh Gott, das ist schon gelaufen. Ja gut, kein Ding. Wir müssen natürlich jetzt erstmal ein bisschen planen. Wir haben natürlich echt super, 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 super wenig Kohle. Das bedeutet, wir müssen jetzt... Hier möchte ich eigentlich noch nicht, ich möchte also, wir müssen an Tieren ganz kurz mal schauen, 10.000 in bar, das ist glaube ich eine der schwierigsten Aufgaben, gut, wir müssen mindestens 1.500 pro Monat machen, das schaffen wir natürlich nur, wenn wir, ja, hier einiges reißen bei den Sternen, sonst ist das letztendlich nicht zu machen. Gut, die Attraktivität auf Level 2, das wird irgendwann sowieso passieren. Wir müssen auch darüber hinaus, 90%, bla bla bla. 90% so und so weiter. Wir müssen Gnus, wir müssen Zebras, wir müssen Bisons, Gazellen und Erdmännchen. Mein Vorschlag zur Güte, ne, unsere allzeit poppenden Erdmännchen, da werden wir, glaube ich, mal mit anfangen. Die werden wir auch, denke ich mal... Okay, wir müssen uns natürlich auch das Gelände gut angucken, ne, denn es ist so im Zoo... Ich glaube, wir haben noch da immer noch mehr Platz, ne? Okay, dann werden wir die Erdmännchen mal hier hinsetzen, Freunde. So, ich glaube, bei den Erdmännchen können wir auch einen niedrigen Zaun nehmen. Was kostet der? Der kostet 30, der kostet... Echt, der kostet nur 15? Der kostet auch 15. Lattenzaun. Ich habe noch nie mit einem Lattenzaun Erdmännchengehege gebaut. Wir probieren das einfach mal. Moment, wir machen das hier mal. Flumm. Dumm. 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 So, da muss ein Tor rein. Lattenzaun. Ist das ein Tor? Palisadenzaun. Bambuszaun. Holzlattentor. Ballern wir mal da rein. So. Ne? Weil Türchen dürfen wir nicht vergessen. Wichtig, ne? So. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Hier bei der Termitenhügel. Ne? Da fahren die ja ziemlich drauf ab, die alten Racker, ne? Dann brauchen wir auf jeden Fall Spielzeug für die Racker. Und die spielen ja, oh, gut, wir müssen hier auch mal, denke ich mal, ist das ein Insekten? Müssen wir auch hinstellen, ne, damit die auf jeden Fall klarkommen. So, Wasser brauchen die, glaube ich, nicht. Ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, brauchen die, glaube ich, kein Wasser. Aber die brauchen einen Bau. Ne? Wissen wir, die brauchen auf jeden Fall einen Bau. Den stellen wir mal hier so hin. Okay. So, und dann... Müssen wir gucken, dass wir ein paar Erdmännchen schießen, wobei, ne, wenn wir schon im Spiel wären, gäbe es die alle auf Lau, ne? Hier sind sie, ne? Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier auf links gehen. Gibt es da irgendwas umsonst? Weil wir müssen hier echt sparsam sein. Wir müssen jetzt erstmal alles nehmen, was auf Lau ist. Lau, auf Lummer, das war... Das ist ein Weibchen, ne? Okay. So, dem geht es nicht ganz so gut. Erdmännchen, Weibchen, nehmen wir nochmal. Ich hätte nur ganz gerne auch ein Männchen. 100, 0. Der ist wie alt? Ein Jahr. Hat keine... Gut. Der kann sich aber noch in... Also, es absetzen. Okay. Der kann sich aber noch entwickeln. War der das? Ne, der... Okay. Das ist auch wieder ein Weibchen. 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 Okay, das ist auch alles Weibchen hier. Männchen, der kostet 0. Der ist 10 Jahre gut, aber der kann noch was bringen, der alte Racker. So, pass mal auf. Dann gehe ich mal ganz kurz auf Play.
Okay, die wollen doch Wasser. Gut, dann müssen wir doch Wasser kaufen. Nochmal auf Pause. Denn wir müssen, gibt es denn hier keine kleine Schale? Gut, dann packen wir eine große rein. Egal. Was heißt egal natürlich nicht, aber... Egal natürlich nicht, weil... So, die fühlen sich einsam, aber das kriegen wir hin. So, pass mal auf. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz hier auf Weiter. Okay, die holen sich jetzt erstmal ein paar Termiten. Wir müssen natürlich einen Onkel einstellen. Mit den Onkeln müssen wir aufpassen, denn der kostet 20, der kostet 30, der kostet 70, der kostet 20,2. Ja, nehmen wir erstmal den Flum einstellen. Das Ding ist halt, wir müssen jetzt so versuchen zu bauen, dass der über mehrere, wie soll ich sagen, Gehege geht. Ne? Denn das ist so im Zoo, wir wissen das, ne? Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier, was wir noch an... Denn wir wissen ja, wenn die, Moment, ganz kurz mal schauen. Das können wir alle noch nicht machen. Das sind nur... Ah ja, ein Vogelhaus sollten wir auch bauen. Ne? Vogelhaus können wir auch schon bauen. Das können wir auch, glaube ich, mal... Das stellen wir einfach mal hier hin. Ne? Dann müssen wir da natürlich entsprechend dann irgendwann drumherum bauen. Oder sollen wir das hier hinstellen? Obwohl... Moment, wir können das auch direkt hier an den Eingang stellen. Dann haben wir noch ein bisschen, wie soll ich sagen, Spielraum, um da noch Wege zu machen. Und ein Vogelhaus am Eingang ist eine ganz coole Sache, finde ich. Moment, so, komm. Ja, pass mal auf, ballern wir mal hier hin. Ich hoffe mal, dass die Leute da automatisch reingehen, denn... Was ist hier mit den Erdmännchen? Nee. Die fühlen sich einsam, ne? Ja, aber... Gut, können wir noch auf Laufen. Das Ding ist halt, wir müssen sonst wieder welche verkaufen. Wir brauchen wie viele insgesamt? 12. Erdmännchen 12. So, warte mal ganz kurz mal gucken, Kollege, was ist eure Herdengröße? 8. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall irgendwie 8 klar machen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Gut, dann holen wir noch welche. Ich mache nochmal einen Moment. Ich mache derweil nochmal ganz kurz auf Pause. 8 Erdmännchen. Wir brauchen 8 Erdmännchen. Okay. So. Ey, ich hab doch, Moment. So, 8. Weil wir wissen, ne? 0 ist ein Männchen, haben. So, 0 Weibchen haben. So, das müssten jetzt in sich 8 sein. Weil den Rest, ne, werden die sich selbst produzieren. Das wissen wir, ne? So kennen wir sie, ne? Der Onkel macht auch schön sauber, ne? Und hat das auch schon gefüllt hier. Das ist eine gute Sache. Mal gucken, ob der eine Bau ausreicht. Müssen wir sonst mal schauen. Okay. Was ich jetzt auch noch ganz gerne machen würde, ist, dass wir hier... Wir können noch gar nichts. Wir können noch keinen Hotdog-Stand und nichts machen. Das ist natürlich echt bitter. Wir können aktuell nur Limonade machen. Dann, okay. Dann müssen wir den mal ganz kurz konfigurieren. Was haben wir hier drin? Zim, wum, wum. Okay, wir machen den mal ein höher. Mineralwasser auf 3. Limonade machen wir mal auf 5. Auf alle übertragen ist zwar noch nicht notwendig, weil es die einzige, die wir haben. Und dann müssen wir auch sofort öffnen. Ne? Denn wir brauchen jeden Cent, der hier reinkommt. Insofern mache ich den Laden jetzt mal auf. Individualisieren, das lassen wir erstmal. Preise übertragen. Betrieb weiterführen. Okay, jetzt ist es offen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Gut, die Leute werden natürlich wahrscheinlich nicht so allgemein gut drauf sein. Okay, den fehlen... Komm rein! Das Erste, fehlen Pflanzen, Freunde. Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Ihr kommt rein und seid sofort am Meckern. Es fehlen Pflanzen. Gut, Pflanzen müssen wir gucken, denn... jetzt, wenn ich jetzt wüsste, was hier für ein Klima herrscht. Ich denke mal eher gemäßigt, ne? Ich weiß es nicht. Pass mal auf. Wir ballern den mal rein. Der braucht mit Sicherheit andere Erde. Savannengras, okay. Gut, also Savannengras kriegen wir mit Sicherheit hin. Das ist Savannengras, ne? Savannengras. Viel Spaß mit Savannengras. Oh, das ist dem zu kalt. Gut, das ist mir aktuell egal. Wir haben was für ein Datum? Wir haben Februar. Gut, da kannst du auch mal ein bisschen frieren, Kollege, ne? Was ist denn mit euch, Freunde? Wir haben doch 8, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, einer ist im Bau, 7.
Das kriegen die aber hin. Da glaube ich fest dran. Jetzt mal ganz kurz gucken. Ist wahrscheinlich Preis wahrscheinlich 0, ne? Ja, genau, 0. So, und was ist, wie war das hier im Moment? Preisbewertung. Hier komme ich wirklich günstig rein. Das lässt hoffen. Dann machen wir mal ganz kurz hier auf 10. Preise übertragen. So. Weil wirklich günstig können wir uns nicht leisten, Freunde. Wir haben, ne, noch 6.000 auf der Uhr. Ihr wisst, ne, wenn die Kohle weg ist, können wir keine Pflanzen mehr kaufen. Ne? Was ist dein Problem hier? Mir geht's prima. Gut, hat auch gerade irgendwie, ne? Okay. Das ist natürlich alles ziemlich, wie soll ich sagen, grenzwertig. Komm, wir holen uns noch auf Lauen ein Erdmännchen, auch wenn die dann später am Abmemmen sind, dass die Herde zu groß ist. 0 will ich haben. Es müsste das aber eigentlich soweit okay sein, ne? Dann ist mit Sicherheit 8 Erdmännchen. Können wir ganz kurz mal gucken, wie viel haben wir? Ja, 8. 8. So. Okay. Okay, da ist das Ding auch weg. Die frieren. Okay, das können wir aktuell nicht ändern. Wenn ich da jetzt ein Heizgerät reinstelle, dann kostet das wieder einen Haufen Asche, ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. So, warum bist du am Meckern hier? Mir geht's prima. Super. Okay, Erdmännchen. Aha. Gut, unsere Parkattraktivität ist natürlich noch jenseits von Gut und Böse. Ganz kurz hier nochmal auf die Preisbewertung gehen. Ist mir viel zu hoch. Okay, ich glaube, gehen wir mal auf 5 runter, übertragen das mal und gucken dann nochmal. Viel zu hoch. Machen wir mal 2. Dann probieren wir es mit 3. Viel zu hoch. Bei 3 Pfeifen viel zu hoch. Gut, ich meine, es ist nicht viel zu sehen, das gestehe ich euch wohl ein. Komm, machen wir mal 2. Und das dann noch viel zu hoch ist, dann bleibt er einfach draußen, Freunde. Wir haben hier ein paar, ne, Kosten, ne? Das lässt sich irgendwie alles gar nicht anders machen. Okay, wir müssen natürlich jetzt natürlich zusehen, dass wir weitermachen. Wir brauchen als nächstes, wir brauchen Bisons, Zebras, Gnus, Gazellen. Gazellen sind eigentlich mal relativ günstig, ne? Das Problem ist, wir müssten eigentlich hier, ne, einen Weg weiter langziehen. Nur das Problem ist, ein Weg wird wahrscheinlich auch richtig teuer sein. Ne? Der ist ziemlich breit. Aber wir müssen das trotzdem mal machen. Wir machen mal hier Folgendes. Moment. Wo war das? Das war hier, glaube ich. Ne? Genau da. Wir ziehen ihn mal hier so lang. Okay, so, dann machen wir jetzt hier das nächste Gehege. Hier machen wir Pflanzen müssen zu 90% zufrieden sein. Okay, er hat sich eingekriegt, das ist eine coole Sache, ist auf 100%, super. Gazellen, sollen wir hier Gazellen oder 8 Zebras. Wir wissen ja, wenn man großen... Ja gut, Pflanzen, vielen Pflanzen. Wir machen hier nochmal ein großes Gehege. Dann nehmen wir jetzt auch mal so ein hier. So, Zimt, das geht bis an den Rand. Gut. Machen wir direkt nochmal. Ja, ihr meckert, weil ihr keine Pflanzen habt, Freunde. Ihr habt ganz schön ein Loch im Kopf, weil das... Das kennt ihr ja. So, pass mal auf. Das ist das. Jetzt müssen wir ganz kurz schauen. Essen. Erstmal auf jeden Fall Wasser hier rein. Erdmännchen droht zu erfrieren. Gut. Machen wir das so. Dann geht das auf jeden Fall. Okay, dann ist auf jeden Fall alles hier abgedeckt. Und wir haben da noch ein bisschen von dem. Habe ich das nicht gekauft? Ach, das ist. Mensch. Geht er da noch ein bisschen weiter, aber da werden wir auch noch eins kaufen müssen. Zim. Okay, droht zu erfrieren, ne? Soll bei uns keiner, nur das Problem ist, ihr seht die Kohle, ne? So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Was gibt es denn auf Lau? Gibt es irgendwas auf Lau? Müssen wir Bisons haben? Zebrasse, Gnus. Bisons müssen wir auch haben. Gazellen.
Aber ich würde erstmal sagen, wir gucken erstmal nach Gazellen, weil die sind eigentlich am günstigsten. Gazellenmännchen, fluppdiwapp, so irgendwas auf Lau. Aber wir müssen auf Lau, wie viel Herde braucht ihr? Ganz kurz mal schauen. Herdengröße 6 bis 15. Okay. 6 bis 15. Dann nehme ich dich erstmal. So, einmal auf Lau dann Jau. Zweimal auf Lau dann Jau. Dreimal. Der kostet ein Huni. 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 200. 100. 100. Wie, die kosten alle Asche, das noch einer auf Lau. Okay, so. Muss dann erstmal reichen. So, die brauchen Gräser, ne? Gräser fressen. Gut. Moment. So, fressen. Gräser. Blätter wollen die wahrscheinlich da auch noch haben, ne? Hier kommt der Onkel da dran. Ganz kurz mal gucken. So, da müssen wir noch ein Tor reinbauen, sehe ich gerade. Flum. Tor. So, kommt der Onkel da hin? Eigentlich schon. Er müsste theoretisch da rübergehen und das füllen. Warum er das nicht macht, ist und bleibt mir ein Rätsel. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber weißt du was, dann schnapp ich dich mal ganz kurz, Flum. Wir müssen jetzt ein bisschen mit unseren Leuten aufpassen, weil, ne, das ist, gut, dann macht er das voll. Das ist super, da kommen eure Gräser, Freunde. Ihr braucht Lecksteine, das ist auf jeden Fall einzusehen. Moment, okay, wie alle dahin hetzen, ne? Oh Gott, oh Gott. Ne? Gräser und die wollen, glaube ich, auch springen, ne? Das heißt, ein bisschen Spielzeug. Machen wir hier ein bisschen. Was ist das zu groß? Stellen wir mal da hin. Machen wir hier nochmal so ein Ding dahin. So, hupdiwupdi hier, bitte sehr. So, okay. Der Onkel, ganz kurz mal gucken, das ist eigentlich mit drin. Ich verstehe nicht, dass der nicht wechselt, aber ist auch egal. Weil da ist ein Tor drin, da ist auch ein Tor drin. So, du willst. Mehr Artgenossen kann ich momentan mal zu wenig pflanzen. Okay. Ein bisschen Pflanzen ist echt eine krasse Nummer, weil Pflanzen halt entsprechend. Ganz kurz gucken, was willst du für ein bevorzugter Boden? Gras. Okay. Erdreich. Savannengras. Weil Savannengras werden wir hier mal hinmachen, so ein bisschen. Das wollen die ja auch, glaube ich, haben. Mal da einen hin. Machen wir da mal einen hin. So, und da müssen wir Savannengras streuen, Flum. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, gar kein Savannengras. Das ist alles nur Sand hier, ne? Das ist ja Sandwüste und bla bla bla, ne? So. Gut, ihr seid noch ein bisschen einsam, das ist okay. Was? Erdmännchen-Hitzschlag. Sag mal, er ist halt am Erfrieren, jetzt kriegt er einen Hitzschlag. Willst du mich verarschen? Das bedeutet aber, wir müssen auf jeden Fall einen Dock einstellen. Da müssen wir auch schon echt einen guten haben, weil der muss für alles. Wir nehmen mal den 40er. Der muss für alles dran. Also wir können uns aktuell mit der Kohle nicht wirklich viele Docks leisten. Die Jump hat hier kurz. Okay, er geht los, er kriegt das hin. Super. Jetzt nochmal ganz kurz. Es ist recht kühl hier, mehr Artgenossen. Kratzen, genau, kratzen müssen die auch. Sim. Spielen. Kratzen. So, kratzen bauen wir mal dahin. Und können wir dazu auch noch hinbauen. So. Dann müsste er theoretisch aber erstmal soweit okay sein. Du guckst hier auch locker durch die Scheibe, ne? Ja, kann man bringen, Kollege, ne? Es ist recht kühl hier. Gut, jetzt müssen wir ganz kurz austaxieren. Der geht bis da. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall noch ein Heizgerät hinstellen. Bis da geht der. Gucken wir mal ganz kurz. Okay, das kriegen wir damit alles abgedeckt. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Was noch eine gute Sache ist, liebe Leute, dass die Folge jetzt erstmal beendet ist. Sie werden hier ziemlich kämpfen müssen. Ne? Ihr seht die Kohle. Wir haben nicht mal mehr die Hälfte und schon einiges investiert, aber wir haben natürlich auch ein paar gute Investitionen getätigt, indem man das Vogelhaus und, ne, hier unsere Getränke, bla bla bla. Und die Leute sind natürlich nicht gut drauf. Ne? Das wird sich aber, denke ich mal, hoffe ich, im Laufe der Zeit geben. Ich sage jetzt erstmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Mit unseren ewig poppenden Erdmännchen und so weiter, ne? Gazellen und Co. Ne? Vielleicht setzen wir hier noch ein paar andere Tiere rein. Müssen wir mal gucken. Ich weiß ja nicht. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne und geht da mal wieder hinzu. Ne? Sagt euer Spielkind, 45. Ne? Ciao, ciao.